für mich war schon eigentlich immer klar, ich möchte gerne in die Pflege, ich möchte einen Beruf, wo es um Soziales geht, ich möchte gerne Menschen helfen. Und so war eigentlich für mich in der Grundschule schon klar, ich möchte gerne einen Pflegeberuf erlernen, möchte in eine Klinik gehen. Man hat zwar immer einen Tagesplan, aber der Tagesplan wird doch jeden Morgen so ein bisschen anders gestaltet. Man muss darauf reagieren und das macht unseren Beruf total interessant. Ein Team ist super wichtig in der Pflege. Man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und man hat auch sehr viel Spaß in einem guten Team. Mir gibt der Job einfach ein gutes Gefühl, weil man einen Dank von den Patienten mitbekommt. Man sieht oft einfach an der Mimik, dass die Leute froh sind mit der Arbeit, die man tut und denen das gut tut und man damit halt anderen Menschen helfen kann. Der Pflegeberuf ist wesentlich besser als sein Ruf nach außen hin. Es gibt so viele tolle Momente im Pflegeberuf, es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Von einer bettenführenden Station zu einer Funktionsabteilung. Ich kann in ein Zentral-OP gehen, ich kann in eine Notaufnahme gehen, ich kann auf eine Geriatrie gehen, auf eine chirurgische Station. Und ich kann da halt einfach meine Stärken, die ich für mich persönlich gefunden habe in der Ausbildung, weiterentwickeln. Das Schöne ist auch, es gibt super viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, fortzubilden. Also für mich gäbe es gar keinen anderen Beruf wie einen Beruf in der Pflege aufgrund der Vielseitigkeit, die man hat. Jeden Tag hat man neue Herausforderungen, die einen aber auch stärken und glücklich machen. Und von daher würde ich jederzeit wieder in den Pflegeberuf gehen.